Hallo und herzlich willkommen zurück hier in Adania zu Jäger des verlorenen Grundstücks. Wir schauen uns heute ein neues Grundstück an und ich halte auch schon den Grundstücksprüfer und eine Fackel in der Hand. Bedeutet, es kann sofort losgehen. Ja, Moonwalk. Und so, und so, so. Ah. Na? Okay, so. Gut, wo soll's heute hingehen? Das entscheidet der Zufall. Und deswegen gehen wir direkt mal zur Zufallsmaschine. Das ist die Zufallsmaschine. Unter freiag.de/Zufallsmaschine könnt ihr sie auch benutzen. So, ja, hier oben drin stehen die ganzen Portale drin, die es grundsätzlich geben könnte. Und hier unten die Ausschlussliste. Da sind die Portale drin, die noch nicht belegt sind oder wo wir schon waren. So, das Ganze sieht noch ein bisschen weihnachtlich aus. Es ist schon nach Weihnachten und das hier ist der Tag vor der Veröffentlichung des Videos. Es ist also, ich glaube, schon 3 Tage nach Weihnachten und ich habe es trotzdem noch drin gelassen, weil ich es eigentlich ganz nett finde. Und ich möchte nicht unbedingt direkt nach Weihnachten alles canceln und Weihnachten am liebsten vergessen, sondern es soll noch ein bisschen weitergehen und gerade hier so auf der Webseite ein bisschen noch, ne? Und da gibt es auch Weihnachtsmusik immer noch. Dazu muss man auf den Baum klicken und dann geht das los. Ja. Wie man sowas hier macht für seine Webseite, auch hier so eine Schriftart on the fly austauschen, ohne die Webseite an sich zu bearbeiten, das Ganze werde ich in einem Tutorial aufbereiten und ja, dann in einen neuen Kanal veröffentlichen. Extra für Tutorials. So, das aber nur am Rande. Jetzt geht es eigentlich ja wirklich um das Portal, wo es heute hingeht. Und würde ich sagen, machen wir die Musik nochmal aus. Passt vielleicht nicht mehr ganz. Okay, und dann würde ich sagen, starten wir jetzt zur Maschine und schauen, wo es heute hingeht. Gelb 5. Okay, gelb 5. Es soll also gelb 5 sein. So, das hier ist großgelb. Das ist nicht, also müsste es irgendwo hier so im ersten Stock sein. Versuchen wir mal Folgendes. Der Kerl hier vorne. Ich hatte in letzter Zeit ein bisschen Schwierigkeiten mit dem. Ich glaube, der mag mich nicht. Weiß nicht. Ja, nee. Komm hier, probieren wir es mal aus. Ich klick. Hallo? Das will er gar nicht. Prügeln? Sollte das nicht gehen? Ich weiß ja nicht. Hä? Okay, ist wahrscheinlich auch gerade ein bisschen buggt, hä? Klappen den Warps. Ihn anklicken. Klappt auch nicht. Oder ich habe irgendwas gesagt. Mache ich was falsch? Habe ich was falsch gemacht? Hab ich die Gefühle... Deine Gefühle verletzt? Ah, Mensch. Ihr Typen, ne? Ihr Typen. Da brauchen wir sie mal. Vielleicht klappt der da vorne. Ah. Ja, ich hatte immer das Problem, dass das nicht so richtig geklappt hatte. Ah, schön. Ah, super. Okay. Gelb 1 bis 12. Wir klicken mal drauf. Oh, es hat funktioniert. Gut, um es zu beschreiben, ich hatte draufgeklickt und es hat sich nichts getan. Ja, und jetzt kann ich hier 13 teleportieren. Ah, ja, das ist der Effekt. Jetzt sind wir nicht bei 13. Nee, Portal 3 und Go. Also von daher, das klappt manchmal und manchmal nicht. Und jetzt nochmal 13. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt hat es funktioniert. Und jetzt wieder runter. Nein. Nochmal. Nein. Nochmal. Ich bewege mich ein bisschen. Mal das hier, 3954. Das hat jetzt geklappt. Also wann es klappt und wann nicht, ist mir manchmal nicht so wirklich klar. Also jetzt... Und er will gar nicht. Okay, also da ist noch ein bisschen Handlungsbedarf. Das ist nicht ganz richtig so, glaube ich. So, aber du und jetzt hier vorne, wo wir eigentlich hinwollen. Ja, gut, okay. So, 5, 1, 2, 3... 4 5 Eisenklinge, Einhornfee, Lindau, Portal 5. Ich glaube, da waren wir auch noch nicht. Aber das sehen wir gleich. So, ich würde sagen, Augen zu und durch. Wow. Also ich würde mich daran erinnern, wenn wir hier schon gewesen wären. Wahnsinn. Gott, gefällt mir das gut. Sind wir unter Wasser? Man erkennt das nicht so. Oh, es tropft. Wir sind unter Wasser. Wahnsinn. Wahnsinn. Wow.
Okay, das ist so. Ach, man kommt irgendwo an, ja? Und das Erste, was man denkt, ist: Wow. Ich glaube, damit hat man es auch schon geschafft, ne? Willkommen in Lindau im Bau. Das Ding wird also noch gebaut. Oh, das sieht schon so fantastisch aus, ne? Wahnsinn, und es tropft überall runter. Ich finde diesen Effekt von Minecraft so toll, ne? Und ich glaube auch nur bei den Lampen. Dann alles so ein bisschen zugewachsen hier vorne, so. Ja, schön gemacht. Herrlich. Toll. So, der Durchgang hier führt irgendwo hin. Hier ist sonst, glaube ich, nichts mehr, ne? Hier vorne ein paar Schilder. Mit den Regeln, ja, gibt keine. Wir dürfen machen, was immer wir wollen. Oh, das hat ewig, ne? Ah, hier geht's auch her. Ja, schauen wir erstmal hier. Oh Gott. Und wahrscheinlich das Lager. Raus oder so. Ist ein bisschen abgeschickt. Ich glaube nicht, dass man da regulär raus soll. Hier soll man auch nicht durch. Kann ich verstehen. Ist halt wohl noch alles im Bau. Und hier geht's richtig raus. Nee, das machen wir nicht. Wobei, hier würde es doch theoretisch weitergehen. Ach, das ist noch nicht richtig. Aha, okay. Da fehlt, das ist noch Wasser da hinten. Und hier sind noch die Schwämme zum Absaugen. Dann gehen wir mal runter und gucken uns unten ein bisschen um. Okay. Überschaubar. Nahrung verarbeitet. Farmerzeugnisse. Mobdrops. Ich finde das immer interessant, wie andere wegsortieren und wonach sie sortieren. Mobdrops, ja, das würde ich ähnlich machen. Hauptbausubstanz, Farbeglas, seelt. Sand oder alternativ gefärbtes Glas. Mhm, okay. Einhornkiste. Okay, da sind die Einhörner drin. Gravel, Flint und so weiter. Naja, es ist klein, aber schnucklig, ne? Und ich finde es schön. Schön gelungen. Was ein bisschen schade ist, ist, dass hier für unten und oben und seitlich überall hier dieselben Steine, dieselbe Texturen verwendet wurde. Das ist vielleicht nicht ganz so schön. Da hätte man ein bisschen Abwechslung reinbringen können. Gerade hier im Boden hätte man auch wunderbar so ein Schachbrettmuster oder so legen können. Ne? Das hätte doch dem Raum hier auch ganz gut getan. Oder einen weißen Boden oder eine weiße Decke, irgendwie sowas. Nun ja, aber hier ist es. Ach, der Boden ist sehr schön gelungen. Genau sowas hier. Und dann was Vögelchen. So, da geht's lang. Hier vorne haben wir auch wieder eine Kuppel, glaube ich. Eine komplette. Wow. Rathaus. Ach, hier, das wird das Rathaus. Holy crap. Und da oben sehe ich Delfine. Zum ersten Mal in freier Wildbahn. Nicht schlecht. Ist das interessant? Okay. So, aber hier wird noch groß gebaut. Also ich bin echt mal gespannt, wie das hier irgendwann mal aussehen wird. Hm, Wahnsinn. Tolles Projekt, muss ich schon sagen. Und da ist Kätzchen noch. So, da kommen wir her. Jetzt kommen wir hierher. Hm, by the way. Einhorn-Facity. Ach, deswegen. Deswegen Einhorn. Oder Einhorn. Naja. Also gut, zum einen, das ist natürlich schnell gebaut, ne? Wenn man das eckig macht. So abgerundet wäre es natürlich wesentlich schöner, so als Kuppel wieder vorne. Aber trotzdem impressive. Und da hinten geht die Sonne gerade auf oder unter? Keine Ahnung. Hat aber auch was. So, hier ist noch Platz. Werden hier Grundstücke vermietet oder so, dann nehme ich eins und dann baue ich mir hier was ein. Ja, sagt mir Bescheid, Einhorn-Fee-City. Weil Platz scheint ja mehr als genug da zu sein. Wow, okay. Aber wie viel Arbeit hier reingesteckt wurde schon. Hier ging wahrscheinlich das Glas aus, weil da drüber ist direkt Wasser, was man in Tropfen sieht. Aber hier hat jemand ein Händchen für so Details, ne? Sehr schön. Und hier ist zu, weil da nichts ist. Okay. Krass. Aber das hier ist natürlich ein super Projekt für das Aquatic-Update, ne? Für die 1.13.2 ist das hier ganz großartig. Okay. Nee, ich war gerade etwas überrascht, weil hier unten so ein halber Block ja leer ist. Aber klar, das ist ja fließendes Wasser und deswegen füllt es das nicht ganz aus. Ansonsten sollten Half-Slabs ja auch komplett unter Wasser stehen können. Also komplett umschlossen sein. Also auch diese Bereiche, diese freie. Okay.
jetzt hier nichts übersehen, ne? Da ist zu. Da ist zu, da ist zu. Okay. So. Leer. Aber wie cool das hinten aussieht, ne? Dass man darauf zuläuft. Sieht aus wie so ein Altar. Oder so ein Thron. Oh Mann. Okay, dann gehen wir da vorne gleich mal raus und gucken, ob draußen noch irgendwas ist. Gut, hier, klar. Das finde ich aber auch sehr schön gemacht, ne? Nicht einfach ganz starr alles so, dass es gerade funktioniert, drumherum gebackt, sondern es ist kreativ, ne? Es wirkt so ein bisschen, wie wären die Kisten hier so naja, so ein bisschen zufällig hingeklatscht, ne? Da passt noch eine hin, da passt noch eine hin und so. Also es hat so einen etwas wilderen Touch. Finde ich sehr schön gelungen. Da kann jemand bauen. So. Muss ich ja meine Kiste an? Nö. By the way, mal gucken. Ich habe ja mein ganzes Outfit. Ich nehme das mal. Um ein bisschen schneller zu werden. Ich glaube, viele Feinde werden uns hier nicht begegnen. Und natürlich immer die Smaragde dabei. Ganz klar. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. So, hier raus. Oh, ich darf nicht. Ach nee, ich muss. Okay. So, komme ich denn hoch? Das ist ganz schön tief hier. Wow. Ah, so war schon. Das sieht ja von oben noch viel beeindruckender aus. Hier vorne haben wir so ein bisschen Land, ansonsten nicht viel. Okay, aber ich schaue mich gerne noch so ein bisschen. Moment. Unter Wasser. Ha, sieht man auch schon mal, hier sieht man mehr. Also diese Kuppel hier, was das für eine Arbeit sein muss, ne? Gott, Hilfe. Dann noch in Rund und unter Wasser. Hilfe! Hilfe! Das muss doch Ewigkeiten gedauert haben. Und da vorne, klar, da wird auch so eine Kuppel noch drauf kommen. Bin mir ziemlich sicher. Deswegen ist da noch die Erde drüber. Ist da was drin, oder? Oder ist das ein Loch? Das ist ein Loch, ne? Okay, komm, schwimmen wir mal zum Land. Kann ich euch mitnehmen? Nee, nicht. So, und das Ganze wird dann gesteuert und geregelt und gemanagt über diese kleine Zentralinsel. Zentrale Verwaltung. Ich glaube, hier ist irgendwas faul mit den Schatten. Oh, hier haben wir auch das einzige Schaf. Und ein Hühnchen. Und keine Mobs, weil gut ausgeleuchtet ist. Das gefällt mir. Das ist ja putzig hier. Oh Mann. Aber das gehört noch alles dazu, ne? Ja, Einhornfee City. Also, Einhornfee, das ist wirklich, wirklich ein tolles Projekt. Und ich hoffe, du bist noch dran. Und ich freue mich auch drauf, wenn da ein bisschen mehr noch zu sehen ist. Und da ist ja eine Menge Potenzial hier vorne alleine, ne? Das war ja eben, war das ja dicht, glaube ich. Da kann man nicht hin. Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Hier vorne war das Rathaus, da ging dieser Gang runter. Und hier war, glaube ich, hier vorne dicht, ne? Also das hat man alles gar nicht gesehen. Ich schwimme da nochmal schnell hin. Ich will da doch nochmal von oben ein bisschen runter. Ich traue mich jetzt nicht, da runter zu tauchen. Ich glaube, das wird hart. Da ist dicht. Oder wo ging das hier her? Waren wir hier? Ich bin mir gerade nicht so ganz sicher. Das war alles offen. Tauchen mal ein kleines bisschen ab. Mal schauen. Ne? Man sieht immer weniger. Das ist schlecht. Nee, ich bleib hier oben. Das ist mir viel zu riskant. Aber von hier oben erkennt man ja auch so ein kleines bisschen. Ich glaube, hier war alles dicht, ne? Deswegen konnten wir hier nicht hin. Und da, stimmt, da ging es runter. Da vorne war dicht. Und da kann man nicht hin. Nun gut. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Moment. Okay, ich darf Space nicht loslassen.
So, schwimmenderweise und noch die Weihnachtsgans in der Hand, von der ich mich jetzt wirklich seit Tagen ernähre. Nichts anderes, nur Weihnachtsgans. Das verleiht meinem Gesicht diesen goldenen Glanz im A. Ja, so, also, für heute war es das. Das war Gelb 5 von Einhornfee. Ganz großartige Leistung, finde ich echt toll. Und wenn du noch ein bisschen mehr hast oder ich irgendwas übersehen habe, dann melde dich. Und dann alle anderen, die sich bei mir gemeldet haben, die gesagt haben, bei mir ist noch ein bisschen was entstanden und komm doch mal vorbei und guck doch mal. Das werde ich alles noch tun, ja. Alles zu seiner Zeit. Ich arbeite ja, wie gesagt, gerade noch an einem weiteren Kanal. Und ich habe noch viele, viele Formate jetzt, viele Angespiels habe ich jetzt noch aufgenommen und ich werde da noch einige aufnehmen. Ich habe noch einiges geplant und da kommt halt viel zusammen und Geld verdienen muss ich ja obendrein auch noch. Und naja, also was ich damit sagen will, ist einfach, ich hätte gern einfach, ich weiß nicht, 100 Stunden Tage. Ja? Bei 100 Stunden Tagen wäre das alles weniger ein Problem, aber so habe ich nur 24 und ja, meistens keine Zeit für alles. Ja. Oh Mann. Nun gut, okay. Für heute war's das. Wir sehen uns am nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin. Ciao.